Gesagt, also ich kann an fast nichts mehr anderes denken, wie endlich wieder 100% fit zu sein und wieder richtig Fußball zu spielen. Die ersten Wochen habe ich auch immer Söre gefragt, was darf ich denn machen? Und er hat gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Ole und ich sind am Freitag vor dem Spiel ins Stadion gefahren, weil wir uns natürlich logischerweise auch nicht irgendwie verlaufen wollten. Als wir vor 14 Tagen dann diese Entscheidung getroffen haben und Ole zum Chef gemacht haben und Hannes zum Co-Trainer, waren die zwei natürlich dann von 0 auf 100 erstmal mit dem neuen Thema konfrontiert und haben sich dann direkt dieser Sache angenommen. Wir mussten in der U23, in der U19 ersetzt werden. Dadurch sind wieder dann in anderen Mannschaften Lücken entstanden. Und wie das aufgefangen wurde im gesamten Verein, das war einfach eine richtig geile Nummer. Und das macht uns unheimlich stolz, Teil dieses Trainerteams zu sein. So 70% macht der Torwart mit dem Fuß oder im Offensivbereich, 25% nur mit dem Halten. Trotz alledem ist die gleiche Philosophie wie früher. Bälle halten ist das A und O. Da glaube ich eher die Currywurst, weil das Fischbrötchen habe ich noch nicht ausprobiert. Die Currywurst war schon ein, zwei, dreimal dabei und deswegen eher Currywurst. Das ist ein Projekt, bei dem wir Männern das Angebot machen, im Herzen ihres Fußballvereins an einem Gewichtsreduktionsprogramm teilzunehmen. Ja, dann darf ich euch hier heute Abend ganz herzlich zum Projekt Football Fans in Training begrüßen. Das Motto kann nur sein, jetzt am Wochenende auswärts zu Hause. Das ist unser Heimspiel, das ist unser großer Tag. Das ist ein Muss, da muss sich der Fan und alle, die dazugehören, Familie, das kann nur nach Asbach gehen und ganz nach oben mit den Störchen. Was wir da erlebt haben, das geht ganz tief rein. Das geht richtig tief rein. Und man denkt in dem Moment auch an die Vergangenheit, wer diesen geilen Moment nicht mehr miterleben kann. Der Roland Reimer war ein ganz, ganz toller Mensch. Und wir werden ihn immer in Erinnerung behalten. Und er ist sowieso bei jedem Heimspiel dabei. Und ich glaube, er sitzt wirklich oben und guckt sich jedes Spiel genüsslich an, raucht seine Zigarre und sagt, ja, das sind meine Jungs, das ist mein Mensch. Roland Reimer war ein super Mensch. Sehr besonders auch, sag mal, in seiner menschlichen Ausprägung. Er suchte die Nähe auch zur Jugend, war vermittelnd, nahm auf und dosierte seinen Einsatz für Holstein Kiel so, dass immer Ruhe im Laden war. Fans 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 내년에도 우리 홀스타인 킬 많이 응원해 주시고 또 경기장에 많이 찾아와 주세요. Happy New Year! Vor 19 Jahren kam ein junger Kicker hier ins Storchen. Er soll unbedingt hier Fußball spielen. Er hieß Ole Werner. Heute ist er Cheftrainer der Störche. Wie ist die Stimmungslage? Ja, ich freue mich über die Entscheidung. Ich freue mich darüber, dass wir gemeinsam im Trainerteam den Weg weiter mit der Mannschaft gehen können. Und ja, ich sehe das vor allem auch als Bestätigung der Arbeit der letzten Wochen. Hallo. Darauf freue ich mich jetzt ja, am allermeisten, mal wieder was mit dem Ball zu machen und ja, dann im Großen und Ganzen natürlich wieder im Stadion aufzulaufen und ja, dann hoffentlich auch das Spiel erfolgreich abzuschließen. Ja, es ist schon so, wenn man als Stürmer dann wieder ein Tor gemacht hat, dann steigert sich das Selbstbewusstsein sofort von
um weiß was ich wie viel Prozent und man fühlt sich besser im Training und im Spiel sowieso dann, weil man immer weiß, ja, letztes Mal ist auch funktioniert, warum soll es heute nicht wieder funktionieren? Das Wichtigste ist immer wieder verorten. Wo ist der Ball? Wo sind die Spieler? Wo passiert gerade das, was wir überhaupt erzählen? Sind wir links? Sind wir rechts auf dem Feld? Nah beim Tor oder eher am Mittelkreis? Die sehbehinderten Fans sehen das Spiel quasi durch die Augen der Reporter. Die Profis von Holstein Kiel befinden sich seit Samstagabend in häuslicher Quarantäne. Wir haben per Videochat mit Fabian Rehse gesprochen. Moin Fabi, wie geht es dir? Ja, mir persönlich geht's gut. Ich habe keine Beschwerden und keine Symptome. Janni, also der weiß, wo er hinwirft und das klappt auch ganz gut und das ist schon ganz ordentlich. Also da bin ich blutiger Amateur. Lass uns das gleich nochmal machen. Gott, ist das hier, was ist das hier? Komm nochmal jetzt hier. Also. Ja, hab ich gemerkt, dass es nicht gut war, aber ich dachte, ich mach's einmal durch. Holstein! Okay. Herzlichen Glückwunsch zum Champions League-Titel. Wir haben es gestern natürlich verfolgt. War sehr, sehr spannend. Nee, war es gar nicht. Ne? Details werde ich jetzt nicht verraten, aber ich denke. Na, warte mal, wie soll ich das? Sollen wir das anmachen oder nicht? Oder? Geht's um Weihnachten? Ah, okay, ja, das ist interessant. Aber lief die Kamera jetzt wirklich schon? Ja. Kannst du lesen? Kann man? Als ich das erste Mal wieder auf den Platz durfte, das war auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Also vor allem, wo ich dann zum ersten Mal wieder die Fußballschuhe anhatte, einfach, das war natürlich ein sehr, sehr geiles Gefühl einfach. Ne? Und das hat mir einfach Spaß gemacht und jetzt bin ich einfach wieder froh, wieder jetzt hier zu sein. Das ist so peinlich. Wir unterstützen gern die tolle Aktion, Storchenkastenaktion. Wie sagst du? Hey! Boah, was wäre denn Simon Lorenz? Was sagst du als Ausländer zum Thema Intelligenz? Was soll ich denn darauf sagen? Am ehesten in der Wildnis überleben würde? Ich. Uff. Iggy? Marco Commander. Thomas Dehne? Na, Fabi. Fabi könnte. Bin mir aber auch nicht sicher. Na, Fabi. Fabian Rehse. Ich selber. Weiter, glaube ich, gilt es auch einen Dank zu sagen mal an die Geschäftsstellenmitarbeiter von Holstein Kiel. So die fleißigen Bienchen, die da im Hintergrund arbeiten, die jetzt nie Erwähnung finden, die aber auch ganz viel dazu beitragen, dass wir solche Leistungen bringen können und solche Bedingungen haben, die wir haben bei Holstein. Ja, es muss ja für mein... Vielleicht ein bisschen mehr Mehl. Ich weiß es nicht ganz genau. In der Küche kommt es auch ein bisschen so auf Fingerspitzengefühl an. Ist aber bis jetzt noch nicht bewiesen.
Hey, was machst du hier? Wäsche machen. Wäsche machen? Ja. Machst du selber? Ja. So, mit jeder Spieler auch ein paar Socken auf, lege ich die hier hin, damit auch jeder Spieler glücklich ist. Geil. Danke, Schulle, ich wusste es gar nicht. Ja, hallo Holstein-Fans. Wir haben uns, glaube ich, gut vorbereitet, sehr intensiv trainiert und freuen uns jetzt dann auch, dass es bald wieder losgeht. Freuen uns auf euch, dass ihr uns unterstützt. Und dann werden wir, glaube ich, eine erfolgreiche Rückrunde zusammen haben. Viele Grüße. Ja, moin Robin. Schön, dass du jetzt hier bei unseren Störchen fest unterschrieben hast. Wurdest du gut aufgenommen die ersten Tage? Ja, wurde ich. Schon in Spanien. Bei Holstein-Fans, ich habe noch was für euch. Danke.